Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht hier wieder volle Kanne ab in meinem GTI Racing Simulator Let's Play. Wir machen sofort hier so ein bisschen Remedemi wieder. Moment. Genau, wir gehen jetzt hier in die Werkstatt und gucken, was wir hier so ein bisschen nachfeilen können. Ja, das ist mein Fuhrpark mittlerweile. Ich habe diesen Bulli und den Golf Country gewonnen. Voll die coole Sache, echt. Aber irgendwie kommt jetzt da nicht wirklich was. Okay, gehört zur Gruppe Attraktion. Gruppe Standard. Gruppe Standard. Okay, dann gehen wir mal zurück hier. Ah ja, da steht ja jetzt mein Golf. Zurück. Ersatzteile, Ersatzteile. Ja, schauen wir mal, was es auf Lager gibt. Aha, Custom Painting. Wollte ich das eigentlich? Nö. Ach, das sieht cool aus, ne? Oder lasse ich Standard? Ach, belasse ich ihn auf Gelb. Oder in Gelb. Kids. Was heißt denn hier Kids? Ersatzteile. Profi, Rennkit. Ich kann da gar nichts kaufen. Okay. Also, Reifen. Da habe ich vor kurzem wieder was nachgekauft. Die ist schon cool aus. Die sehen, naja, ich weiß nicht. Sehr... Oh, sorry. Gewöhnungsbedürftig. Karosserie. Da kann ich nichts machen. Getriebe. Habe ich jetzt da irgendwie... Naja, ich habe, glaube ich, überall aus dem Wagen so Maximum rausziehen können, ne? Ja. Habe ich. Super. Aber volle Kanne. Echt. So. Karosserie. Passt. Getriebe. Höchstens die Bremsen. Jetzt, Moment mal. Genau, von ATE. Hey, cool. Coole Sache. 5000 Profi bestehen aus Hochleistungsbremsblöcken. Größeren genuteten, gelochten und belüfteten Bremsscheiben. Großen Vierkolbenbremssätteln und einer wirkungsvolleren Bremsflüssigkeit. Coole Sache. Wisst ihr was? Dann kaufe ich das mal. Soll nicht schaden kaufen. Ja, unbedingt. So, jetzt ist eigentlich dieser Wagen tutti kompletti fertig getuned. Da kann ich jetzt eigentlich nichts mehr machen bei dem Auto. Cool. Schön. Dann gehen wir jetzt mal auf zurück. Start. Genau, hier dieser Madness Cup nennt sich der. Nochmal ist der Madness Cup Auto Ausgaben. Preis Physik, kein Spezialpreis. Start. Ach so. Ja, Scheibenkleister, ich habe kein passendes Auto. Okay. Ausgaben. Auch hier. Hä? Ja, was ist jetzt das für ein schwaches? Moment mal. Moment mal. Nein, Rennserie. So. Okay, was? Gruppe Standard. Ich brauche Gruppe Ausgaben. Was ist Gruppe Ausgaben, bitte? Kann mir das irgendjemand mal hier verklickern? Gruppe Ausgaben ist... Ui, okay. Hier unten von... Was kostet es der? Boah, 19.000, hey. 19.200. 15.000 würde gehen. Der hätte 100 PS. Der hat 130, 140, 140. Aber der würde 18.700 kosten. Alter Scholli. 15.000. Boah, so viel Knete habe ich gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Ist jetzt echt ein bisschen doof, das Ganze. Ja. Genau, das ist mein Auto. Hallöche. Jetzt angenommen, rein von der Theorie her, ich würde diesen Wagen, Moment, den hier verkaufen. Dann kriege ich für meine Ersatzteile gar nichts. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich muss die Teile herschenken und ja, muss mir mit läppischen 5000 zufrieden geben. Das ist natürlich nichts. Wenn ich den verkaufe, kriege ich 5000. Wenn ich den verkaufe, kriege ich Eieiei, das ist schon wieder zu wenig, Mensch. Aber das ist blöd, ich komme nicht vom Fleck jetzt, ne? Ha, jetzt haben die mich voll am
ja, an Dingens, ne, gepackt und schlecht. Schlecht. Erforderliches Auto, Ausgaben. Erforderliches Auto, Ausgaben. Bonuswagen, super. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich muss jetzt alle meine Autos verkaufen, um hier einen Ausgabenwagen zu kaufen. Preis für Sieg, kein Spezialpreis. Hier, Ausgaben. Okay, hier, Ausgaben. Da. Also gut. Also es passt mir jetzt echt überhaupt nicht, dass ich mein Auto verkaufen muss. Nein, das ist echt jetzt bescheiden. Das ist jetzt echt Scheibenkleister. Ja. Hey, das ist jetzt echt übel. Das ist jetzt wirklich, wirklich übel. Aber ich muss den Wagen echt verkaufen. Oh, ärgerlich. Ja, komm. 6.000. Ja, komm. 13.5. Oh, meinen schönen Golf muss ich verkaufen. Oh, Mann. Oh, ist das jetzt ärgerlich. Oh. Ja, was heißt wollen? Ich will nicht, aber ich muss. Sonst kann ich ja nicht fahren. Das ist ja das Problem. Okay, 18.500 habe ich jetzt. Kann ich... nee, den Wagen kann ich nicht kaufen. Den auch nicht. Den auch nicht. Ja, den kann ich kaufen. Super. Hier in der Serie Ausgaben. Ja. Toll, jetzt muss ich den Wagen auch wieder von Null auf tunen. Echt. Sehr ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Aber so ist es im Leben. Ersatzteile. Moment. Was haben wir jetzt? Haha, das kann ich natürlich nicht mit übernehmen. Das ist ja logisch, ne? Ach, ich habe jetzt noch 3.500. Moment. Ist dahin? Boah, 12.000. Profi-Rennchip. Krass. Krass. Hm. Jetzt schaue ich natürlich, dass ich irgendwo möglichst billig, möglichst Maximum raushole. Ne? 2, ja. Soll ich oder soll ich nicht? Jetzt pass mal auf 2 PS. Für 3000 hole ich dann insgesamt wie viel? 4,4 PS raus. Ah ja, okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, was heißt noch mal mit dem Luftfilter? Tut mir leid, ich weiß, ich trödel hier eben. Boah, 10.000 soll dieser Profi-Rennluftfilter kosten. Ja gut, er bringt zwar 20 PS mehr, aber das ist ja... Holla, die Waldfee. Jui. Ui, 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 ui. Wow. Wow. Aha. Was haben wir hier? Basismotor. Das ist okay. Ja, ja, ja. Leute, ich glaube, ihr checkt mich, ne, was ich vorhab. Oder soll ich jetzt noch warten, bis ich mir ein bisschen besseren Motor kaufen kann, ha? Da wird 10. Boah, das ist schon heftig. 5,7% Steigerung. Boah. Igitt, das ist alles so teuer. Echt. Weil, ihr habt mich schon, glaube ich, verstanden, was ich vorhab, worauf ich hinaus möchte. Das ist krass. Ich kriege theoretisch hier für 2000 Öcken, kriege ich 20,5 PS gesteigert. Ah. Komm. Ich brauche das. So, jetzt gucken wir mal wegen dieser Chip-Tuning-Geschichte. Geht nicht mehr. Okay, die Knete habe ich nicht.
passt. Sagt Luftfilter 1400 für 7,2 PS mehr. Ranchip? Ne, die Knete habe ich nicht mehr. Passt. Ja, hilft nichts. Kaufen. Ja. Klar. Zurück. Fahrzeug-Setup. Genau, so möchte ich das haben. Schön tief hier. Was haben wir sonst noch? Härter? Ja. Hart. Ja, schön hart. Lenkung. Ach, da mache ich gar nichts. Ja, ich habe jetzt einfach mal auf Automatik drin. Ist mal ganz recht so. Warum soll ich selber... Hallo? Was hast du denn jetzt? Ich will niedrig. So. Also nochmal schnell schauen. Wegen Härte. Schon wieder. Hart. Okay, niedrig passt. Härte, hart. Okay, super. So, dann gehen wir jetzt mal hier an den Start. Ja, Leute. Dann, wie immer, viel Spaß wünsche ich. Und let's go. Verstehst du? Wow. Klingt sehr knackig, der Wagen. Aber jetzt merke ich bei der Berganfahrt, ja, jetzt wird ein bisschen mau. Nur von unten raus. Aber ich gebe nicht auf, ne? Ja. Jetzt habe ich ehrlich gesagt vergessen zu gucken, wie viel PS überhaupt der Wagen hat. Aber ist egal, hauptsächlich Gewinne. Das soll mir eigentlich Wurst sein. Aber tut es nicht. Das ist jetzt echt so ärgerlich, dass ich meine ganzen Autos verkaufen musste. Na, ja, schauen wir mal. Vielleicht wird es ein zweiter Platz. Wenn ich jetzt nicht allzu viel Bockmist bauen. Ne? Gucken wir mal. Dann sehen wir es. Ja, ich grüße ganz herzlich alle Leute, die jetzt erst einschalten und sich fragen, was ist denn das überhaupt für ein Spiel? Das nennt sich GTI Racing Simulator. GTI, wie treffen, ne? Also, verstehst du, VW und so. Und, ja, das ist ein Klassiker-Game, werden wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen. Aus dem Jahr 2006. Ja, hast du richtig gehört. Das Spiel ist jetzt schon über 15 Jahre alt. Wahnsinn. Und dafür ist die Grafik echt noch super, ne? Wie gesagt, 15 Jahre alt, ne? Komm, Golfi, du machst das schon. Also ein Vierer Golf habe ich bis jetzt persönlich noch nie gefahren. Aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie er sich fährt. Ungefähr wie der Audi A3, glaube ich. Also A3 hatte ich schon mal. Beziehungsweise selber besessen nicht, aber von den Eltern mal gefahren früher. Ja, genau. Den ersten A3 noch. Und der war cool, ne? Das war noch so mit Pumpedüse, 110 PS TDI. Das Ding ging wie Feuerwehr, echt. War echt cool. Mochte ich.
jetzt wäre es natürlich super schön, wenn ich gewinnen würde. Da würde ich mich jetzt wahnsinnig freuen. Aber der ist nicht schlecht, der Typ vor mir. Oder hat halt mehr PS als ich. Der kann besser ausbeschleunigen. Ist natürlich jetzt für mich doof. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird jetzt wohl der Platz für mich. Außer ich baue nochmal so richtig schön Bockmist. Ja. So ist es. Hole ich nicht ein, ne? Geht einfach nicht. Super. Vielleicht? Ja, Leute, das könnte was werden. Könnte was werden. Oder auch nicht. Boah, ist das gemein. Das ist voll link, Alter. Echt, was machst du denn hier? Zuerst macht er mich voll scharf auf dem ersten Platz. So, komm, komm, du musst nur überholen. Boah, jetzt ziehen alle an mir vorbei, oder was? Was ist denn los? Das ist hundsgemein, echt. Spinnen echt. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist so ärgerlich, ärgerlich. Jetzt, ich muss mich mal mit dem dritten zufrieden geben schon mal. Naja, 1500 habe ich bekommen, okay. Ist besser als nichts. So, jetzt habe ich ein bisschen Knete gekriegt. Moment, 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 zurück. Die Wiederholung wollten wir uns eigentlich angucken, ne? Was mache ich denn da überhaupt? Was habe ich denn jetzt da gemacht? Oder Leute meinte, ich sollte nochmal versuchen. Aber ich weiß nicht, ich habe da so wenig Hoffnung, dass es was wird. Passt mal auf, machen wir das so. Ich gehe jetzt einfach mal eine Serie in die Werkstatt. So, Ersatzteile. Jetzt die 1600, die verballer ich jetzt irgendwo hin. Oh, wird nicht reichen. Schlecht, schlecht, schlecht. Heieieiei. Nein. Ach, schon wieder nicht genug Knote. Knete. So, 1800. Schon immer noch zu wenig. Ah, Einspritzdingens noch. Gucken wir mal. 2,4. 2 PS und hier, was haben wir? Das kostet auch ein Tausender. 2,422. Ah. Da nehme ich das Teil. Wollen Sie es kaufen? Logisch. Bitte, jawohl. Danke. Schön. Fangung und Lenkung. Hm. Weiß nicht. Karosserie. Was gibt's denn da Tolles? Hey, cool. Das schaut doch cool aus. Ey, das sieht ja hübsch aus, ne? Das Heck. Wow, Looney Tunes. Aha, okay, da gibt es so eine Art Breitbaugeschichte, ne? Das ist ja natürlich eine feine Sache. Jetzt pass mal auf. Ja. Aha, 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 aha. Verstehe, verstehe. Ach, die Räder gehen hier mit raus. Okay, das ist natürlich cool. Jetzt pass mal auf. Wenn ich jetzt sage, hier diesen Breitbau nehme ich. Kaufe ich, jawohl. Ja, bitte. Super. Aha, Dahlbeck-Dingens. Kaufen. Jawohl, bitte. Ja, ein Huni ist jetzt nicht übertrieben. Ist ein guter Preis. Ja. Schweller Custom.
Looney Tunes Dalbeck. $200, ne, soll das Ding jetzt kosten? Ah, Mann, 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 Rennauspuff. Na, jetzt machen wir erstmal die Optik hier fertig, ne? Genau. Ja, machen wir den einfach komplett mit Dalbeck-Teilen. Kurven, jawohl. Passt. Einbauen, ja, unbedingt, hey. So, was haben wir noch? Aha. Nö. Dalbeck, genau. Jupp. Unbedingt. Ja, Spoiler, den klatschen wir ein andermal drauf, weil jetzt habe ich keine Kohle mehr. Jetzt bin ich blank. Aber cool schaut das aus, echt. Echt genial. Schön. Leute, wisst ihr was? Ich würde vorschlagen, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Jetzt habe ich zwar nur um 2 PS steigern können, das Ganze, aber vielleicht sind es genau die 2 PS, die gefehlt haben. Rennen starten. Ja, bitte. Okay, Leute, viel Spaß nochmals. Okay. Hallo, aus dem Weg da, Mensch. Komm nicht so aufmüpfig sein hier. Boah, hey, Golf, was ist denn los, Mensch? Komm in die Puschen hier. Jetzt. Endlich. Tut sich da ein bisschen was. Loben, aber es könnte was werden. Ich habe es nämlich voll im Urin. Der zum Glück bei mir nicht mehr blutig ist. Ich glaube, das waren die 2 PS, die gefehlt haben. Jetzt pass auf. Den packe ich mir jetzt, den hole ich mir. Gleich habe ich dich, Bestien. Gleich habe ich dich. Warte nur, du Senfgurke. So. Der hat extra abgebremst, habt ihr das gesehen? Sehr zuvorkommt, muss man schon sagen, wie es ist, ne? Ja, die Jungs haben Benehmen hier. So Leute, genau Hälfte haben wir jetzt. Und jetzt schauen wir mal, welchen Platz wir uns einhamsen können. Oh, jetzt habe ich voll getrickst hier. Hau ab. Schleich dich, komm! Du Vollpfosten! Meins hat er Glück gehabt, echt. Wo bin ich denn?
ja, ich bin richtig. Ist da schon was, ne? Gut, 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 gut. Komm, 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 beschleunige, Mensch. Ach, Golfi, sei doch bitte nicht so schwachbrüstig. Du hast doch irgendwo Power noch so ein bisschen. Das schaffst du. Lass dich nicht irritieren, komm, du machst das. Ziehst das Ding jetzt voll durch, auf geht's, komm. Ja, 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 genau, genau, genau. Du weißt, wie es läuft hier. Super. Ja, jetzt nur niemanden ranlassen, okay? Genau. Du checkst das voll ab. Golfi. Super. Hey, das läuft jetzt. Das läuft richtig gut bis jetzt. Wenn ich jetzt keinen Bockmist baue, ne? Das kann ich mir nicht versprechen. Alles ist möglich. 93%, okay. Gut. Boah, Leute, wahrscheinlich gewinne ich. Das waren die 2 PS, die gefehlt haben. Habt ihr das gesehen, Leute? Ja, Strike gewonnen. Super. Ja, dann gucken wir uns jetzt unbedingt die Wiederholung an, ne? Ja, dann wünsche ich euch nochmal viel Spaß hier. Ja, let's go. Läuft. Nicht gut. Also der Start war natürlich echt total bescheiden. Aber ich habe das so ein bisschen getrickst. Ne? Ich habe so ein bisschen die Kurven einfach abgekürzt. Seht ihr? Und so spielt man seine Gegner aus. Unsauber, aber effektiv. Was ist schon sauber heutzutage? Moment, ich mache mal diesen Pfeil hier weg. So, jetzt ist das Ganze viel angenehmer zum Angucken, ohne diesen komischen Cursor. Der Golf 4, der schaut echt cool aus. Also der gefällt mir auch ganz gut. Würde ich mal gerne fahren. Super. Na, super. Läuft und läuft. Ja. Skate, ne? Ja. War ein bisschen dreckig, ne? Ordentlich dreckig sogar, der Wagen. Uah. Ja, da bin ich irgendwie am Briefkasten, was ist es ja? Verheddert, Tatsache. Ach, da bin ich jetzt echt total froh, dass es zum Schluss doch noch super geklappt hat. Dass ich den ersten Platz doch noch mehr sichern konnte. Also sicher war ich mir dann nämlich nicht mehr. Ja, ich habe nämlich im ersten Anlauf schon so eine ziemlich fragwürdige Performance abgeliefert, die eigentlich total bescheiden war. Aber jetzt, ja, schaut's gut aus. Könnte was werden. Für die Zukunft meine ich jetzt. Dieses Rennen ist klar, ist ja gelaufen. Ne?
Aber vielleicht schaffe ich sogar das Game komplett durch zu spielen. Wenn jetzt da nichts krasses, grobes dazwischen kommt, vielleicht schaffe ich es auch. Wow. Eureka. Wow. Ist es cool, der in diesem Käfer, der sitzt in der Mitte, ne? Das ist auch cool. Echt, das wäre mal interessant zu wissen, wie man sich eigentlich so fühlt im Wagen, wenn man mittig drin sitzt, ne? Ob das jetzt irgendwie anders ist. Ja, ungewohnt, das ist klar. Aber bestimmt irgendwie cool. Ja, also ich kann mich nur nochmals wiederholen. Also für 2006, ne? Also von da ist ja das Spiel. Ist die Grafik echt Bombe, ist einfach krass. Finde ich super. Die Reflexion, Sonderreflexion, schaut echt richtig cool aus einfach, ne, muss ich eben noch sagen. So, und wir sind fertig mit der Wiederholung. Haha, noch alles schön ordentlich drauf, genau. Macht's nur Dellen ins Auto, habt ihr recht. So. Weiter. Was haben wir gewonnen? Hey, 5000. Schön. Ihr Preis ist 5000. Das ist sehr gut. Dann gehen wir noch mal kurz in die Werkstatt und schauen mal, was wir uns da. Aha, 129 PS Ersatzteile. Habe ich mir jetzt eigentlich schon mal einen Turbolader angeguckt? Ich glaube schon, ne? Motorauspuff, jawohl. Wow. Haha. Heureka. Joi. Wow. 41 PS Steigerung, okay. Ja, 8,6%. Boah. Alter Scholli, echt. Eieiei. Lachgasgeschichte, nee, so viel Knete habe ich leider nicht. 4 PS. Hier mit diesem Ansaugkrümmer, ne? Ah, ich spekuliere eigentlich auf einen Turbolader. Jetzt pass mal auf, für 5000. Wenn ich jetzt für 5000 mir so ein Turbo holen würde. Was für einen bekomme ich? Aus welcher Gruppe? Da, hallo, Moment. Boah, 18.000 ist natürlich schon viel. Ich krieg eine Steigerung gebacken von, naja, 25 PS. Das ist auch viel, ne? Das ist echt wirklich brutal viel. Ja, dann nehme ich. Fertig, was soll ich machen? Wollen Sie das Ding wirklich kaufen? Ja, Loco. Wir brauchen da richtig Wumms hier unter der Haube, ne? 155 PS. Okay, jetzt komme ich schön langsam in die richtige Richtung. Also über 200 PS müssen wir noch irgendwie packen, damit der Wagen richtig schön leichtfüßig vom Fleck kommt, ne? Oder besser gesagt, relativ zügig.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Wir machen jetzt an dieser Stelle einen kleinen Cut, weil ja, wir haben schon ziemlich lange Aufnahmezeit. Boah, über eine halbe Stunde. Okay, das sollte passen. Dann würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr jederzeit gerne wieder einschalten. Von diesem Video gibt es logischerweise Fortsetzung. Und ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, bis bald. Also bis dann. Ciao, ciao.